Sag mal, haben die nichts Besseres zu tun, als einen PC laden, 50.000 Zeilen Text zu schreiben und irgendwie über deren Lebensgeschichte zu erzählen und dann erst zum Punkt zu kommen? Ey, die Leute hier sind bescheuert, das gibt's mir gar nicht. Moin Leute, und herzlich willkommen zurück auf diesem wunderschönen Zweitkanal, der da heißt Herr Router. Ich bin Mega Ausdruck auf dem Kanal von Herr Router und wir spielen heute weiter PC Building Simulator. Ja. Beim letzten Mal ist mir aufgefallen, für das eine Upgrade, für dieses hier, habe ich die Grafikkarte nicht. Vielleicht habe ich die aber jetzt, weil das ist ziemlich dringend in 6 Tagen. Für den habe ich noch nicht kassiert, mal. Das sollten wir vielleicht erstmal machen. Bin ich überhaupt flott? Ja. Sorry, Leute. Kurze Unterbrechung, wartet mal. So, da sind wir auch wieder. Wir müssen nämlich noch von den anderen kassieren. Perfekt. Grafikkarte upgraden. Warte mal, wir nehmen jetzt erstmal einfach den hier. Weil der hat schon am längsten gewartet. Der wollte nämlich unbedingt eine neue Grafikkarte haben. Und ich finde, mittlerweile hat das auch verdient. Ab. Ab. Und raus. Installieren. Grafikkarte. Hab ich überhaupt neue Pakete gekriegt? Der ganze Scheiß ist noch nicht angekommen. Es ist noch nichts angekommen. Können wir irgendwas schon mal jetzt machen? Okay, wir müssen zum nächsten Tag skippen. Scheiße. Zur Arbeit. Diagnose stellen und reparieren. Wir müssen schon mal neue Aufträge annehmen. Mein Speicher will nicht mehr hoch. Mein Spielrechner möchte nicht mehr hochfahren. Ich habe vielleicht den. Nicht den Leisten. Ich hab nicht den Leisten Schimmer, was mit ihm los ist. Können Sie vielleicht eine Diagnose stellen? Eigentlich scheint er ordnungsgemäß zu starten. Lüfter dreht sich. Aber dann ist beim BIOS-Bildschirm Schluss. Jetzt will man nachschauen. Ja, ich kann mal nachschauen. Ich bin ja. Ja, okay. Okay. Hi. Ich habe Bedarf für einige Upgrades. Ich möchte 16 GB RAM eingebaut haben. Auftrag muss schnell erledigt werden. Spätestens 18.03. Morgen. Vielleicht haben sie einen falschen Link angeklickt. Ich schwöre. Wie ich höre, verwenden sie auch Gebrauchteile beim PC. Aber bei mir bitte nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Was soll denn der Quatsch? 16 GB RAM. Annehmen. Er hat aber nichts von G-Skill gesagt. Deswegen. Können wir da ein bisschen sparen. Zweimal 8 GB. Was ist denn der günstige 8 GB? Zweimal 8 GB, aber die habe ich noch. Davon habe ich noch 3 im Inventar. Mit der Taktrate. Sind die gebraucht? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Ja, aber weiß ich, kann einmal noch den hier kaufen. Da haben wir auch eine richtige Taktrate. Ich fange am nächsten Tag. Ich kaufe mich hier gerade in dem Bankrott, aber okay. Perfekt, das haben wir. Upgrade für meinen Spiele-PC. Welche Gebrauchteil unterjubeln? Ich will eine neue Ware. Der hat jetzt aber nicht gesagt, was er explizit möchte, deswegen kriegt er denselben Scheiß. Annehmen. Fällt dir aber gerade etwas auf. Was hat er denn gerade drin? Cyan Titan XL. Cyan Titan XL.
2133. Kriegen wir das hin? Dann hole ich den einfach. Kann ich einiges an Geld sparen mit. So, perfekt. Einfach davon einen weiter mitkaufen. Geben wir noch mal einen zurück hier. 16 GB RAM aufrüsten. G-Skill Fortress 8 GB 2400. Oh, nee, 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 nee. G-Skill Fortress 8 GB 2400. Super. Einfach mal 2. Hallo. Erstmal wieder Land unter. Sag mal, haben die nichts Besseres zu tun, als einen PC laden, 50.000 Zeilen Text zu schreiben und irgendwie über deren Lebensgeschichte zu erzählen und dann erst zum Punkt zu kommen? Ey, die Leute hier sind bescheuert, was gibt's denn gar nicht? Meine Güte, was soll denn das? Sind hier verrückt, die Leute. HDD ersetzen. Ersetzen, wir sollen also dieselbe holen. Bin ich jetzt gezwungen, die ganze Scheiße hier einmal durchzugehen und um zu definieren, ob der jetzt die 500 hat oder die 1 Terabyte austauschen möchte? Alter, nee. Aber dann produzierte meine Festplatte auf einmal dieses elende, laute Klunk-Geräusch und ich kann auf keine einzige Datei mehr zugreifen. Können Sie mir irgendwie helfen? Ich muss diesen Artikel geschrieben bekommen, sonst werden alle ultraschnell Ramensch-Fans. Da gibt es bestimmt mindestens 20. Alle mindestens. Das ist so dumm. Sowas von bitter enttäuscht sein. Meine 17 Abonnenten werden auch bitter enttäuscht sein, wenn dieses Video richtig scheiße wird. Digga, als ob sich irgendwer für meinen Kanal interessiert. Aber was soll ich jetzt für eine Festplatte austauschen? Welche davon? Hab ich noch irgendwas rumliegen hier im Lager? An HDDs? Festplatte? Ich hab keine. Dann mit dem Budget von 100 gesetzt. Ich kann dem, glaube ich, eine HDD irgendwie besorgen. Vielleicht auch eine 1 Terabyte. War für 60 Euro nicht 1 Terabyte. Ab in ihr war den Kopf. Perfekt, nehmen wir an. Upgraden 16 GB RAM. Denken wir, Upgrade ist fertig. Ich möchte 16 GB RAM eingebaut haben, so schnell wie möglich. Ist das wirklich? Es ist wirklich dringend. Ich möchte brandneue Komponenten gesendet von meinem Handy. Wen interessiert das? Denken Sie, Sie können für mich. Möchten 16 GB. Schnell wie möglich. So schnell wie es geht. 16 GB RAM, was das in der Zeit drin? Wenn wir ein Upgrade haben, bekommen wir die Team Group. Silver 2066 steht ja eigentlich auch im Bestand. Lass mich verarschen. Wo noch eine von denen? Ich kaufe mich hier gerade in dem Bankrott, das glaubst du gar nicht.
Dringend Upgrade. Grafikkarte aufrüsten. Ich glaube, mein PC zeigt allmählich Alterserscheinungen. Bitte rüsten Sie die Grafikkarte auf. Können Sie bitte 8 GB RAM einbauen? Eventuell braucht mein Computer einen Frühjahrsputz. Mir ist bewusst, dass Gebrauchteile günstiger sind. Dennoch hätte ich ganz gerne neue. Ich bin wirklich gerne darauf an. Ich bin wirklich darauf angewiesen. Machen Sie das bitte super schnell. Ja, kümmere ich mich drum. Aber ich habe noch nicht Erfahrungsstufe 3, da müssen wir noch ein bisschen warten. Nächsten Werkzeug. Meine Kamera. Ey, meine Kamera ist schon wieder leer, Leute. Leute. Immer diese professionellen YouTuber. Ha. So. Das sind alles PCs. Alter, jetzt ist alles angekommen, oder wie? Och, leck, was mio. Diagnose, Upgrade. Reparatur. 16 GB RAM. Guck mal, jetzt erstmal um den Arm. Vielleicht habe ich jetzt endlich mal die richtige Festplatte für den. Wenn die nicht passt, ey, ich fall vom Glauben ab. Wenn der Dame jetzt nicht zufrieden ist. Endlich! Der ist endlich mal zufrieden mit seiner scheiß Grafikkarte. Das hat jetzt aber auch lange gedauert. Muss mal kurz Thumbnail machen, Leute. Das war ein bisschen awkward, aber... Ich als YouTuber muss ein paar Thumbnails haben. Ich hab den jetzt schon so lange hier stehen, der könnte jetzt auch wieder verstaubt sein. Weg. Wie ist der? Dünnewald, diesen Typ, den lasse ich auch jetzt schon so lange warten, ne? Das ist schon so lange her. Ein Stern nur. Was ein Pisser, Alter. Soll ich den hier weiter haben? Lies mir das gleich durch. 16 GB RAM. Warte mal, ist ja auch irgendwo eine Uhrzeit? Ich glaube, Uhrzeit. Was war hier jetzt die Sache? RAM aufrüsten. Ja, das müssten wir theoretisch hinkriegen. Sollte ich hinkriegen. Wenn nicht, bin ich ein bisschen enttäuscht. 16 GB RAM upgraden. Was war der mit dem weirden, mit der weirden RAM-Zahl? Jetzt, ihr müsst ein kompatibler drin sein. So. So. Ich weiß nicht, war das einer von denen? Ist der dreckig? Sehe ich jetzt nicht so. Wie galt sag's? Ich möchte brandneue Komponenten. Okay, der war nicht auf irgendwelchen dubiosen Seiten. Dem muss ich jetzt anscheinend kein Virenprogramm installieren.
scrollen nicht direkt nach oben. Was haben wir jetzt als nächstes? Reparatur HDD ersetzen, okay. Ja, das ist ja mit diesem scheiß langen Zeug. Wollen wir dabei erstmal einmal booten? Speicher können wir 2 von 2 Festplatte. Sehe gerade bei guter 1 Terabyte. Aber es wird nur eine Festplatte erkannt. Die 500er wird nicht mehr erkannt, glaube ich. Ich glaube, das war die aber. War das die? So. Ich dachte auch schon, die Kamera wäre schon wieder ausgefallen, aber nee. Ist alles noch so, wie es sein soll. Hoffentlich. So. Vollständiges Gehäuse, PC-Teile. Installieren, installieren. Dies macht Spaß. Schrauben drehen, Schrauben drehen, Schrauben drehen, Schrauben drehen, Schrauben drehen. Eine weitere Seite. Ich habe auch noch irgendwie diese komischen Grafikkartenhalter hier im Inventar, aber weiß nicht, habe ich die irgendwie vergessen einzubauen oder sowas? Habe ich jetzt gerade die OS-Drive runtergeschmissen? Okay, okay, ich kümmere mich ja drum. Aber zwar, wenn die selber eingebaut, jetzt wollen wir aber. Darüber starten. Übernehmen wir neu starten? Ja. Yeah! Der PC-Experte! Das erste Mal, dass das wirklich mal funktioniert hat. Wie viel Bereich platzieren? 16 GB RAM Upgrade. Was hatte der denn noch gesagt? Upgrade? Erstmal wollen wir den alten wegmachen hier so. Blake Paterberg. Was ist denn das für ein Scheiß? Kassieren. Wer kommt denn als nächstes dran? Bitte, wer haben wir hier als nächstes? S. Dünnewald. Schon wieder. Was hilft? Bezüglich immer ein 16 GB RAM. Virenscanner. Keine Gebrauchteile. Sierenteilen, ja komm. Speicher. Es gibt nur einen kompatiblen. Perfekt. Installieren. Super. Booten.
Und wir sind im BIOS. Ne, wir gehen nicht ins BIOS. Ich habe schon wieder vergessen, den dummen USB-Stick zu installieren. Ja, das sind wieder diese übelst langen E-Mails, die du dir alle durchlesen musst, wo dann ganz klein drin steht, ja, ich war auf irgendeiner Website, mein PC ist scheiße. Bush Flight Simulator. Immer ein sehr entspannendes Geräusch. Gigabyte. Kommt mir irgendwie leicht bekannt vor, der Bootscreen. Wie viele Malware-Dateien sind es dieses Mal? Wie viele infizierte Dateien kann man eigentlich haben? Dieser Typ hier, ja. Passiert. Volle Punktzahl, so muss es sein. Nächster PC, Förster Gerald. Förster Gerald. Wo ist er da? Da 16 GB RAM, schnellstens. Muss ich heute fertig machen. Keine Gebrauchteile und Virenschutz. Hä? Was ist denn das für ein Sidecover? G-Skill Fortress, den haben wir doch schon. Speicher. Der kompatibel ist der hier. Reinhauen. Schon mal booten. Schön. Wir haben insgesamt mal zwei Zuschauer. Ehre. Der PC bootet. Warte mal, hat er da nicht. Er hat einen falschen Link angeklickt. Der muss also. Wenigstens habe ich das Addon gekauft, was automatisch die ganzen Kabel installiert. Ansonsten wäre ich, glaube ich, schon bescheuert geworden. Und möchte das Spiel nicht mehr spielen. Einmal neu starten, bitte. Vielleicht installiere ich dem auch gleich Malware. Wenn er mich nicht richtig bezahlt oder mich schlecht bewertet. Virenscanner starten. Säubern. So, PC fertig. Oder? Yeah. Kassieren. Norbert Bergmann. Ach, wir haben den PC von Herrn Bergmann. Interessant. Bergmann. Wo ist Bergmann? Norbert Bergmann. CPU aufrüsten. Falscher Link. Abgefahrene weiße Kunststoffkabel. Ah, muss ich jetzt das auch noch kaufen? Habe ich das vielleicht noch sogar? Ja, habe ich noch. Ich habe noch was. Sehr easy, Norbert. Kriegen wir hin, Norbert. Ist kein Problem, Norbert. Was wollt ihr sagen, Norbert? Ich glaube, wir brauchten 1400 war das. Installieren. Hebelchen hier runter. Wärmeleitpaste. Das ist keine Wärmeleitpaste. Prozessor Kühler. Muss ich jetzt über den Kabeltab gehen? Ja. Weil das Game ist verwirrend. Springt er an? War das jetzt auch schon wieder so einer, der so einen komischen Link angeklickt hat? Ja, war er. Installiere bitte den Stick. Virenscanner.
kriegen wir schon alles hin. Wir schaffen das, liebe Freunde. Wir sind die beste PC-Reparaturfirma der Welt. Säubern. Und weg damit. Und kassieren. Und nächste. Silas Dockmann. CPU aufrüsten. Installieren. Prozessor. Diese ganzen Nachrichten, die machen mich wahnsinnig. Serialer. Jetzt scheiß auf mein Mikrofon. Ich darf ein CPU aufrüsten. Scheiße, jetzt kann ich nicht mehr einsehen. Ich meine, die meinte doch Prozessor Ryzen 5. Hello Neighbor 2 ist schon draußen, das wusste ich gar nicht. Blöde Dinge. Auf da. Kabel. Ankabeln. Hä? Sag mal. Will mich verarschen. Ey, mach mich doch nicht fertig mit so einem Scheiß. Ich halt so einen noch mal ran. Ja, okay. Dann kommst du jetzt erstmal in die Schweigeecke. D groß. Ja, witzig. Sehr witzig. Der Typ, der fühlt sich jetzt richtig krass. D groß. Ha! Ja. CPU aufrüsten. D groß Dennis Labor AO. Grafikkarte aufrüsten. Nissan Gamer GTX. Bla 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 bla. Sollten wir doch wohl hinkriegen. Was ist denn das für ein massives Gerät? Alter. Scheiße, du.
Die hatte der vorher. Ein Färber war dem ein ungefähr da. So einer einbauen vielleicht. Alter! Das ist definitiv ein Upgrade. Ich hoffe nur jetzt, ich habe das nicht in den falschen PC eingebaut. Ja, wir brauchen auch noch mal kurz. Ah, nee, falsche Taste. Den machen wir noch in dieser Folge fertig und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei, meine lieben Freunde. Omega OS Battlefield 1. Mal fordern. Ich will leider fertig werden damit. Wir müssen uns an den Streamplan halten. Können wir das hier vom D groß einmal kassieren? Aber den Rest sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach unten da. Wenn nicht, auch nicht. Viel Spaß mit dem Outro. Tschüss.